So, es sind alle wieder da, der No-Budget-Nerd ist da, der Schabernack ist da und wir starten wieder eine Runde Grounded. Das wird super cool. Also geht's los in 3, 2, 1 und ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Grounded. Wir sind heute endlich wieder zu dritt und der Michi braucht noch ein bisschen Pimperella hier. Der ist so ein bisschen nackig mit seiner kleinen pimmeligen Axt. Ich konnte leider bei eurer letzten ultrageilen Spinnentötungssession nicht dabei sein. Genau, und der Kai hatte sich nochmal ein bisschen belesen und das werde ich jetzt mal zuallererst zeigen. Wir haben hier nämlich im Status-Tab geile Mutationen, die wir jetzt freischalten können. Und das ist einmal mehr Kondition und einmal mehr irgendwas. Ich weiß nicht, was jeder Orientierungspunkt. Was? Achso, Pete labert irgendwas, was er noch nicht übersetzen kann. Jeder Orientierungspunkt verschafft dir ein besseres Verständnis von der Umgebung. Deine winzigen Füße durchstreifen den Garten, als wäre er deine Wespentasche. Ich vermute, es ist schneller laufen. Ich weiß es aber nicht so genau. Aber wir machen die beiden jetzt mal an. Dann haben wir mehr Stamina und sind generell einfach cooler. Habt ihr was zu trinken für mich? Nee. Wir haben ja, wie du gesehen hast, keine Spinne getötet. Oh, Essen. Gnatt. Die hab ich gerade kaputt gemacht, Alter. Ja, ich brate sie auch für dich. Weißt du, wie der Typ bin. So. Aber du kannst zum Trinkpäckchen laufen, Michi. Da müsste was sein. Weißt du, was ist? Gerade nicht. Aber ich hab mal vergessen zu markieren. Das haben wir noch nicht markiert, nee. Ich wollte jetzt erst Rüstung bauen, aber dann bringe ich dich da einmal fix hin. Folge mir! Ich beschere Trinken. Hätte auch übel Hunger. Ja, die Gnattfliege, die läuft ja gerade. Oh, ich glaube, nee, ich habe nichts. Habe ich Pilze dabei? Muss mal gucken. Also ich habe jetzt immer noch nicht rausgefunden, wie ich die Sachen hier aus meinem Inventar in mein Dingsbumsrad reinhauen kann. Ich hab das schon wieder vergessen. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich spiele nur mal mit Maus und Tastatur. Bist du jetzt nicht hinterhergekommen? Also ich trinke jetzt erstmal den ersten Schluck. Bin ich schon mal wieder voll. Ist immer voll. Und ich möchte diese Folge übrigens den Bogen haben, ganz dringend. Also nicht von dir, sondern ich will ihn generell haben. Ja. Wir sollten vielleicht alle einen Bogen haben. Ja. Ist da noch ein Schluck da? Ich wollte gerade sagen, Schabernack, willst du auch gleich noch? Jupp. Sehr gut, und dann habe ich noch Ameisenkram ganz viel. Da könnten wir eigentlich für Michi was bauen, oder? Das wäre total. Wir alle die volle Ameisenrüstung davon ab. Und wer von euch beiden ist Pete? Der ist auf jeden Fall fast tot. Okay. Ich bin Pete. Deine Lebensanzeige sagt, du bist am Arsch. Ja, ja. Das ist noch von unserer ersten Session, als wir von den Ameisen angegriffen. Ja, also das war ja nichts gegen den Ameisenangriff in der zweiten Folge. Das fand ich ja ein bisschen cool am Ende, ne? Ja, das war ganz schön hinterhältig. Ja. Ja. So, den gucken wir doch mal. Boah, ich kann mir auch einen Mehl machen. Wie ist denn die hier reingekommen? Wer denn? Ja, lass sie mal in Ruhe, lass sie mal rauskriegen. Wieso machst du denn das? Weil du das brauchst. Eben, du brauchst das doch eh. Mach nur die Türen wieder zu, bitte. So, Sprösslingbogen. Den kann ich ja schon mal bauen. Okay. Zack. Oh, es sind ein paar mehr. Ja, toll. Jetzt ist, wenn jetzt ich gegen euch spiele, sterb ich, ne? Ich hab gleich wieder so ein Arbeitervieh, ey. Ich hab gleich zwei Arbeiterviecher. Da sterbe ich. Wie hab ich meinen Dolch nicht mehr? Was ist jetzt los? Was hast du nicht mehr? Mein Dolch. Ach stimmt, du hast ja so einen coolen Dolch gefunden. Ja. Reparaturwerkzeug hab ich jetzt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Boah, ich habe eine Gasmaske. Wir können eine Gasmaske herstellen. Ist ja geil. Ich brauche Sepp. Ja, aber ich brauche Sepp. Dann könnte ich mir Verband machen. Verbände sollten wir uns übrigens instant machen. Ja, ein paar mehr auch, ne? Also ich kann dir erstmal nur Armschoner machen, Michi, weil ansonsten mir fehlt Milbenpelz. Ich haben. Kann euch noch was geben. Obwohl, nee, ich kann dir die Knie, also kannst du dir aussuchen, Knieschoner oder Armschoner. Und wenn ich zwei Milbenpelz noch kriege, kann ich beides. Einer liegt hier auf dem Boden. Ich hab Moment. Drei im Inventar. Ich musste gerade noch die hier töten. Wo denn? Liegt da, Milbenpelz. Sehr schön.
Dann kann ich jetzt erstmal davon ein bisschen was machen. Und dann kann ich die das hier machen und das hier machen. Ach ja, du bist aber auch nicht mehr ganz gesund, ne? Nee, ich habe gerade ganz schön auf den Dötz bekommen. Ich hole gleich mal. Wo ist denn der Michi? Michi? Ist da ist er. Guck mal, ich schmeiß dir das mal hin. Ist das so wie kann ich Z? Einmal und zweimal. Das ist phänomenal. Nö. Ne? Vor allem die Armschone habe ich selber noch nicht, sehe ich gerade. Gut, wollen wir jetzt mal ein bisschen Sap holen, damit wir uns alle ein bisschen heilen. Ja? Du hast mir eigentlich zwei Armschone gemacht. Oh, scheiße. Ja, Leute. Ja, wir haben ein Problem vor der Tür. Warum? Wie viele? Nur, ich habe jetzt nicht gezählt. Eins, zwei, drei. Die sind alle vier. Rot. Ja. Da auch wieder rein, fünf. Ja, aber da ist das Set, das wird. Ja, geil, vom. Schön Tür vor der Nase zugeschlagen. Hier Wichser, ey. Aber ich habe uns doch noch die Set-Quelle markiert. Das ist hier dieses. Bullseye das, im Endeffekt. Ach, das Bullseye, ne? Habt ihr, ja. Da ist doch die große Set-Quelle. Ja, dann laufen wir da erstmal hin. Hat noch irgendwer ein Set so im Inventar, ne? Doch. Ich hab noch 11 da. Oh, Trottel. Mensch, das ist ja toll. Ich bin so. Ja, die Fliegen brauchen wir. Essen. Ja. Ich mach mal fix ein paar Verbände. Aber ich glaube, ich brauche dafür noch irgendwas. Ich brauche erstmal ein paar Pflanzenfasern dafür. Ragnar, du hast mir meine Frage noch nicht beantwortet. Warum hast du mir zwei Armsprünge gemacht? Ich brauche bloß einen. Ja, dann kann ich den einen davon haben. Ist doch auch schön. Ich hätte auch noch irgendwas. Das brauchen wir. Und dann machen wir erstmal noch mal ein bisschen geflochtene Fasern. Ihr könnt vielleicht noch mal ein paar Pflanzenfasern holen, die gehen uns langsam aus. Ich habe Gummi, was kann man mit Gummi? Pflanzenfasern habe ich schon. Ach scheiße, dafür braucht man nicht diese Rollendinger. Ja, scheiße. Mehr Pflanzenfasern. Hast du die Ameisen schon, ja? Ragnar, wir liegen hier. Oder? Ameisen schon, ja. Gut, nehmen wir die jetzt erstmal hier hin und ziehen die an. Ausrüsten. So. Gut, dann mache ich jetzt erstmal Verbände. Immerhin 4 Stück. Ist doch schon mal ein Anfang, oder? Ich bräuchte einen Ameisenhelm. Ameisenkopf habe ich. Kann ich dir geben? Ja, hier sind die. Hier im Korb ist so ziemlich alles. Ja, dann packe ich. Oh, stimmt. Da kann ich nochmal ergänzen. Also ich habe hier sogar Teile und 12 und 20. So. Gut, wenn wir noch Pflanzenfasern haben, kann ich noch ein paar Verbände machen. Hier sind noch 6 Stück. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe noch 25 im Inventar. Hier den. Hey damit? Obwohl mehr Sap habe ich dann gar nicht. Nee, jetzt ist Schluss. So, dann ich leg die mal hier in den Korb rein. Da liegen 3 Stück. Könnt ihr euch ein paar wegnehmen? Ich könnte auch noch 2 machen. Verbrauchen. So, mal schnell sehen, wie schnell man dadurch heilt. Hat noch jemand Mildenpelze für mich? Ne? Nee. Ist bei mir auch aus, tatsächlich. So, ich habe Pfeile. Ich habe auch einen Bogen jetzt. Das ist total geil. Aber ich habe den noch nicht. Pfeile. Den mache ich jetzt mal auf die 4. Aber ich habe nur 11 Pfeile, das ist nicht die Welt. Oh, jetzt habe ich den Bogen weggeschmissen. Ups. Ja, das ist mir letztes Mal auch passiert. Ich wollte nachladen, genau. ich glaube, das D oder das Bullseye war, glaube ich, der Fleck, wo wir Dings hier. Das Bullseye ist dieser riesen Sepp-Knoten gewesen. Den genau. Wir mit. Was war das D? Was war das? Distel. Was? Gesundheit. Danke. Die Distel. Die Distel, genau. Da müssen wir hin, da kriegen wir die Pfeile. Wenn ich mich nicht irre. Konnten wir die nicht so machen? Dann könnten wir uns nämlich zu dritt an diese blöden Viecher daran trauen. Ja, Distelstacheln und Milbenpelz. Scheiße. Also wir brauchen Milben und Disteln. Ja, Milben, da kommen wir hin. Das ist ja weniger der Problem. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal da zum D. Kommst du, Michi?
Ja, ich muss ja erstmal ein paar Waffen bauen, ja. Ein paar Waffen bauen. Mach das. Ich mach mich schon mal langsam auf den Weg, genieß die Aussicht. Habt ihr alle eine Fackel dabei? Sie. Sehr schön. Ich muss mal gerade gucken, ob ich meine Axt hier noch reparieren kann. Ja. Nee, ich habe gerade kein Quarzit da. Das ist ja doof. Ja, das sollten wir aber kriegen, wenn wir dazu so ein Männchen gehen. So, wo ist denn der Laser gewesen? Der war es, glaube ich. Der Laser. Da ist die Distel auf jeden Fall erstmal. Ich folge erstmal dem Kai. Dann hole ich mal Distelstacheln. Oh, ist der Marker? Wenn ihr ein paar Milben seht, dann solltet ihr... Da laufe ich gerade hin. Ah, sehr gut. Und ich hole dann Distel. Beim letzten Mal war die unerschöpflich, ne? Ist sie immer noch? Weiß ich nicht. Hoffentlich. Also ich habe schon 5 Stacheln. Ich habe ja jetzt auch mehr Ausdauer, das ist ganz cool. Ist schon mal 10 zusammen. Aber das kann nicht sein, dass ich dafür... Wieso brauche ich Quarzit für die ganz normale Axt, ey? Konnte ich mir die nicht einfach aus Stein herstellen? Ja, eine Kieselaxt kann man ganz normal aus Kiesel machen und brauchst du Quarzit zum Reparieren. Das ist affig. Ja. Das ist, um die wieder zu schleifen. Ja, aber macht ja halt keinen Sinn. Weißt du, wenn das denn auch das Quarzit gleich verbraucht, ist es ja voll dämlich eigentlich. So, wie viel Distel soll ich da mitbringen? Oh, Science! Wer hat uns das also denn beschert? Die Science, die gilt ja dann für uns alle, sehe ich gerade, ne? Ja, ja. Ja. Die ist flächendeckend. Aber die blöden Viecher sind hier unten zumindest in der Höhle nicht wiedergekommen. Michi? Ja, ja. Ich glaube, du hattest keine Fackel. Ich habe noch ein bisschen Sap entdeckt. Ich könnte also noch mehr Heilverbände gleich machen. So, dann brauchen wir nur noch diese blöden Fassdinger und dann ist ja schon mal cool. Wo seid ihr jetzt? Milben suchen. Milben suchen. Okay, ich komme zu euch. Ich habe Stacheln. Das ist eigentlich ein ganzer Haufen Milben sein. Hier ist noch Sap. Sap. Oh, hier sind ganz viele Milben. Wie man einfach weiter Sap sagt und nicht Saft, ne? Ja. So, guten Tag. Ach, hier ist sie. Die Gabel. Du bist irgendwie eine ganze Milbenfarm gefühlt. Gabel, sag ich schon. Ja, ist doch gut. Umso besser. Das kann gut gebrauchen. Ja. Alarm, hungrig. Ah ja. Ja, hungrig wäre ich auch ganz schön. Oh, da hinten ist... Ah, eine Stinkwanze. Was, wo? Eine Stinkwanze? Mhm. Ich habe heute eine in der Pause gesehen. Und wollte erst euch ein Foto davon schicken, weil die ist so groß wie mein Daumennagel gewesen. Und im Spiel, wo sie hier sind. Also ich habe noch nicht eine Wanze gekillt, das gibt's noch nicht. Ich gehe mal hoch ist zu, nicht schlimm. Zur Hake. Ist nicht. Wieso? Ist die Hake das böse? Wir können ja teilen. Ach, da ist die Stinkwanze. Achso. Raw Science. Sollen wir die mal angreifen? Nein. Zu dritt? Oh, hier ist eine Spinne. Ja, geht hier weg von dem Loch. Nee, Spinne ist doof, aber das ist immer kacke. Das sind zwei Wanzen, scheiße. Nee, zwei Wanzen ist zu viel. Hier ist Raw Science. Ja, wenn du da reinspringst, ich würde da nicht reinspringen. Weil das erste, was ich gesehen habe, war das riesen Spinnennetz da drin und ich weiß nicht. Du magst einfach. Eine leichte Phobie seit letztem Mal. Ich wüsste auch nicht, wie man da wieder rauskommt. Aber dieses Spinnennetz... Ja, wahrscheinlich durch. Das sieht ganz anders aus als die anderen. Dann geh mal rein, mach ich. Ich bin reingefallen. Okay. Kann man das irgendwie abenden? Oha. Was? Na, die Netze. Nee, leider nicht. Boah, wie soll ich denn leider hier... Leider echt die Viecher töten. Wie soll ich denn echt hier runterkommen? Wollt ihr mich rollen, oder was? Guck mal, ob irgendwas... du wieder hochspringen kannst über das Netz. Ja, wahrscheinlich, ne? Das wird so ein Bounce-Ding sein. Spinnennetz. Ich höre irgendwas Beschissenes und... ja. Ich komme hier jetzt tatsächlich nicht wieder weg. Ah, jetzt. Man kann die kaputt kloppen. Ich
bin noch hier oben geblieben. Ja, ihr müsst zusehen, dass er da rauskommt, weil es wird dunkel. Ja, da habe ich was gegen. Ja. Aber ich glaube... Fuck. Hier ist eine Riesenspinne. Okay. Nicht ja, cool. Bei Nacht ja, oder Stinkekäfer. Okay. Stinkekäfer schlecht. Oh, ich habe Netzfaden bekommen. Echt? Ja. Das ist gut. So, ich glaube, jetzt einfach mal stumpf zu unserem Haus. Habt ihr irgendwie Zeugs dabei, um gut zu bauen? Ja, Markus, geh da nicht runter, da unten ist ein riesen Spinne. Wie sollen wir hier jetzt wieder umkommen? Und da sind auch Babyspinnen tatsächlich. Ja, wir kommen hier tatsächlich nicht wieder weg. Dann sind wir jetzt quasi tot, ja? Ja, wahrscheinlich. Wieso ist meine Fackel aus? Gut, sieht die an. Ach du Scheiße, ist die groß. Ja. Ich versuche hier wieder rauszukommen irgendwie. Und ich meide die Netze. Gut. Ah, Babyspinnen. Wow, Alter. Spooky. Also fuck. Ich komm da nicht runter. Ja, irgendwer muss mich wiederbeleben. Ja, wie willst du denn Ja, die Frage ist, wie willst du da rauskommen sonst, Michi? Das Ding ist, wenn ich da runtergehe, bin ich instant tot. Ah, egal. Mach's einfach. Bin ich erstmal runter. Ja, ich sterbe jetzt, glaube ich, endgültig. Also... Irgendwer muss den Ausgang auf jeden Fall von der Höhle finden, weil ansonsten komme ich nicht mehr an meine Truhe ran. Das ist ganz schön doof. Ja. Alter, die Spinne ist aber gigantisch. Ich bin gefallen und komme nicht hoch. Michi! Ja, ich bin unterwegs. Acht, sieben. Ich werde wiederbelebt, Okay, hat gereicht. Ja, toll. Aber, ich bin an dir vorbei. Ich sehe, glaube ich, den Ausgang. Der ist hier hinten gleich. Das ist schön für dich. Flüchte ruhig. Lass mich zurück. Ach, bist du auch tot? Das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe einfach nur versucht, wegzukommen. Du bist so ein Penner, Alter. Gut, aber dann sind wir jetzt beide tot. Ich habe mich gerade getötet. Aber... ich mache mal Respawn. Und dann müssen wir da jetzt Richtung unserem Dings hier, ne? Also wir müssen die irgendwie raus... Oh Gott, ist das finster. Ich bin wieder in der Höhle. Warum bin ich wieder in der Höhle? Keine Ahnung. Ich sehe hier gar nichts gerade. Ja, toll, ich auch. Oh nein, echt jetzt. Alter, ist das finster hier. Ach, da geht's lang. Glaube ich. Geht's hier lang? Ich bin draußen. Wieso bin ich nicht auf dem Bett gespawnt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich müssen wir jedes Mal neu den... Ja, das kann sein. Ja, toll, Ich bin jetzt zu Hause quasi. Ja. Also ich bin nackig. Benutzen, Spawnpunkt setzen. So. Das ging doch schon mal gut los. Wird mir Kiste. Ja, Rucksack wird mir angezeigt. Das wäre erstmal gut. Und da war ja auch gleich der Ausgang. Wollen wir uns erstmal pennen, dass wir nicht mitten in der Nacht sind? Wo ist eigentlich mein Bett? Das Bett. Hier ist das Bett. Steht hier irgendwo. Ich stehe mir mal vor. Ja, das sieht man ganz schön scheiße, ne? Schlafen. Einer fehlt. Ja, ich bin dabei. Gut. So, nachts ist ja auch blöd, da jagen die Spinnen, ne? War das nicht irgendwie so? Ja. Die jagen immer direkt scheiß viel. Gut, dann versuche ich jetzt mal zu meinem Rucksack zu kommen. Mal Pfeile herzustellen. Wer will mit mir sterben? Ich brauche meinen Rucksack nämlich auch. Ich habe jetzt noch Pilze gefunden. Total gut. Hat sich das mit dem Hunger schon mal erledigt. So. Mit 6 kann ich die essen. Nom, 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 nom. 6. So, und ich schon mal wieder satt. Und dann gucken wir doch mal, dass wir unbewaffnet da ankommen. Scheiße. Warum bin ich so klein? Kacke. Das läuft doch so schnell. Ich bin grounded, ja. Ich hab Hausarrest. Oh Gott. Riesenkäfer. Alarm. Oh, werde ich den los? So, da komme ich hier wieder rein. Ah, mein Rucksack liegt quasi am Ausgang. Ja, das ist schön für dich. Tatsächlich. Und ich versuche mich mal rein zu sneaken. Ich glaube, ich komme bei meinem an ohne... Ja, ich habe meinen. Michi, du kannst erstmal zu mir kommen. Ich muss hier erstmal zu dir finden.
Ach, da sehe ich dich. Hier ist der Eingang zur Höhle. Also wir können jetzt Folgendes versuchen. Wir können versuchen, die Netze zu umgehen, was glaube ich nichts wird. Aber normalerweise ist das ja so, wenn man ein Netz berührt, kommt eine Spinne, ne? Naja. Also versuchen wir doch mal hier durchzusneaken. Ich sehe deinen Rucksack. Ja, ich auch, genau. Und dann machen wir die Netze bei der Kleinen, würde ich sagen. Also wenn wir hier am Ausgang stehen. Und versuchen mir Netzkram zu kriegen. 5 Stück habe ich bisher jetzt. Oh, kannst du, geh weg! Geil. Ich kann meine Sachen nicht aufnehmen. Was? I feel a little less squishy now. So, die haben wir alles angelegt. Gut. Okay. Dann versuchen wir doch mal das Netz hier klein zu hauen, wa? Ja. Also mit der Kieselaxt ging's. Netzfaden. Ja. 5 Stück habe ich bekommen. Damit können wir doch diesen Wasserfänger bauen, oder nicht? Yep. Super gut. Michi, gefällt das? Ja. Das denke ich doch auch. Hat sich der Ausflug doch gelohnt. Und nur weil der Kai Angst vor Spinnen hat, hat er es verpasst. Ich muss jetzt mal meine Axt hier ausrüsten. Das kostet mich an, dass meine Sachen immer noch permanent aus dem Gasmus verschwinden. Ja, das ist echt scheiße. Michi, kannst du gucken, ob die Spinne kommt? Ich sehe das nämlich auf meinem Bildschirm nicht mehr. Okay. So, dann können wir hier die sind. Ja, die Drops nämlich auch noch, diese Stängeldinge. Ich habe ein bisschen Angst, ne? Ja, ich sehe schon Babyspinnen, die schon rot sind. Die sollten umdrehen hier nach. Auf geht's, raus hier. Aber ich markiere die Höhle mal, ne? Ja, mach mal. Wie konnte ich denn die nochmal bauen? Hier nicht, hier nicht. Wegmarkierung. Definitiv zu bunt in der Höhle. So. Ha, ich bin der Erste, der eine Spinne getötet hat, und zwar eine Jungspinne. Am Ende ist sie tot. So, hier ist, da ist der Stinkekäfer. Den umgehen wir mal. Und wir kommen nach Hause, würde ich sagen. Mission erfüllt. Hier ist eine schön. Infizierte Samtmilde. Eine was? Eine Samtmilde? Ah, ich habe die hier. Ja, ich habe auch eine gefunden. Ah, mein Inventar ist voll. Das ist ganz schlecht. Muss was wegschmeißen. Oh, das ist gut. Was, dass mein Inventar voll ist? Bombe? Da kannst du eine Bombe mitmachen. Pilzauswuchs. Das ist cool. So. Das ist wahrscheinlich so eine infizierte Milbe mit dem Cordyceps-Pilz oder was? Ja. Weißt du, Kai, wenn du gerade eh rumstehst, du könntest sonst noch mal Quarzit holen. Ich bin gerade am Pfeile machen. Wo gibt's denn Quarzit noch? Den Stein haben wir ganz abgebaut, ne? Ja. Der ist. Oder kommt der wieder, wenn der Tag vorbei ist? Das kann natürlich auch sein. Wir können noch gar keinen Tausammler bauen. Wieso nicht? Was fehlt uns? Wir brauchen Unkrautstängel und für Unkrautstängel brauchen wir T2-Axt. Oh, das ist aber unschön. Ja. Woraus baut man die denn? Keine Ahnung. Sehr schön. Also ich scanne jetzt erstmal gleich die Dings hier. Ich werde für das so gute Fragen. Wir können allerdings irgendwann, wenn wir dann die Unkrautstängel haben, einen Stachelhalm bauen. Okay. Oh. Das ist eine Basisverteidigung. Das heißt, wenn die Ameisen dagegen rennen, gehen sie einfach drauf. Das klingt gut. Ja. Kai, ich würde jetzt unten fix erforschen gehen. Willst du vielleicht hier oben die Mauer erweitern? Ja, sehr gerne. Dann ist das nämlich auch gleich fertig. Ich wurde übrigens bei Facebook gefragt, als ich Werbung gemacht habe, warum wir so ein Vorbauen. Hab die Frage nicht ganz verstanden. Schön. Ja, und ist einfach so eine Krankheit, oder? Hätte gern sicher. Es ist jetzt auch so aufgebaut, ich habe jetzt überall noch Beleuchtungen installiert. Ah, sehr schön. So, mal sehen, was kriegen wir denn jetzt? Ja. Wir können jetzt einen Basketballkorb und ein Spinnrad bauen. Weißt du, was Unkrautstängel sind? Na? Ja, das der Weedstem. Echt jetzt? Ja.
Also können wir doch sowas bauen, ja? Ja, können ja. wir bauen. Steht sogar hier oben. Ah ne, wir haben noch welche da, ne? Boah, Alter, hier ist ja alles voll mit Ameisen. So, ich baue jetzt erstmal noch ein paar Pfeile. Ich hab doch Milben. Achso, ich hab nur einen. Scheiße. 6. Okay. Michi müsste aber ganz Rucksack voll mit Milben gedönst. Pilzauswuchs? Infizierte Rüsselkäfer. Ich würde mir den ganz gerne eigentlich mal den Rest der Rüstung zusammenbauen und ich bräuchte dringend was zu essen und zu trinken. Ich habe nichts. Ja, ist bei mir ähnlich. Okay. Gut, zu trinken ist bei mir auch Essig. Tausamer. Ja. Ich brauche. Hier ist Tau. Ja, ich brauche Quarzit und Unkrautstängel dafür. Wo wollen wir den hinbauen? Hier so ans Tor? Hier so? Hydration is the key to performance. Genau, Hydration is the key to performance. Hier ist doch gut. Ja. Wo war hier noch Tau? Bin ich jetzt blöd? Egal. Zack. Machen wir jetzt mal fertig. So. Hier hat irgendeiner einen Ameisenhelm fallen lassen. Ist das meine? Ja, nee, meine ist nicht. Weil mein Inventar voll ist. Du hast Ameisenhelm doch schon auf. Achso. Ich hab den auch auf, ja. Den glaube ich noch die Beine. So, wir brauchen noch irgendwoher Quarzit dann. Dringend. Also allein schon. Hatten wir hier nicht noch irgendwo was im Korb? Hier, 8 Stück. Ich brauche noch 4 Milbenpelze. 8 Stück reicht genau, können wir einen bauen. Ja. Ja, Milbenpelz brauchen wir tatsächlich viel. Ich gehe mal gerade zum Trinkpäckchen, ich muss was trinken. Ich verdurste eh langsam. Wer braucht denn Pfeile gleich? Ich hätte jetzt 60. Ich habe erst 11. Ich würde mir gleich erstmal einen Bogen bauen, wenn ich ihn kann. Ja. Ja, ich gucke jetzt mal, ob der hier schon wieder getropft hat. Ja, der hat wieder getropft. Wenn ihr trinken braucht, hier hinten geht. Ich brauche einen als Fliegenpelz. Haben wir da noch sowas? Trinken ist leer. Ich habe einmal getrunken und war weg. Nee, Fliegenpelze sind Seltenheit und Milben aktuell auch noch. Das ist ein bisschen doof. Echt? Da, wo wir eben waren, da war alles voll. Ich habe genau einen Milbenpelz. Also du hast auch viele erlegt halt, ne? Ja, aber ich habe daraus auch schon die Pfeile gemacht. Achso, wo ist denn der Laser? Laser. Da ist Laser. Da waren auch so viele. Ich gehe da einfach nochmal hin. Dann haben wir hier mal ein bisschen Equip und dann wird er doch schon mal ein Schuh draus, oder was? Si, Senor. Oh, meine Fackel ist weg. Ich muss eine neue Fackel bauen, sehe ich gerade. So, ihr scheiß Milben, wo seid ihr? Hatten wir nur oh, nee, Spinne. Was, wo? Bei dem einen Laser. Ich bin zum falschen Laser gelaufen. Achso, nee, das ist der rechte, ist das. Scheiß Nazi-Laser. Böser Laser. Kacklaser, Junge. Und mit diesem Traktorstrahl. So, dann ist das hoffentlich der Laser. Der rechte ist das. Es sind drei, das ist dir schon klar, oder? Ja, vom Haus aus in Richtung der Maschine laufend ist es der rechte. Hier ist eine Ameise. Okay. Oh, ich höre was krabbeln. Wo krabbelt's? Da, wo ich bin, ist der Laser. Ha, ich sehe. Ah, nee, ist eine blöde Ameise. Wie langweilig. Und ein dicker Mistkäfer, den will ich haben. Nein, wollen wir nicht. Rüsselkäfer, tot. Aufgehoben. Großes Rüsselkäferfleisch, wie gut ist das? Achso, dieses kleine, knuffige Ding, ja. Doch. Ja. Ich muss mal hier. Dass man hier eigentlich einfach aus dem Inventar Sachen rausdroppen kann, nervt mich, ne? Also, es ist relativ umständlich gemacht, tatsächlich. Trockener Grasbrocken, ja. Ich hätte noch ein bisschen was wegschmeißen sollen. Das ist eine Ameise. So, sind wir jetzt bald mal da? Muss mich hier echt orientieren, ne? Sieht irgendwie alles gleich aus. Scheiße. Oh oh. Was denn? Oben an der Hake sind ganz viele von den Schinkekäfern. Ja, die haben mich damals mit einem Schlag getötet. Das ging gar nicht. Ja, Marienkäfer sind böse. Ich habe eine Wanze jetzt auf jeden Fall schon. Hier ist alles voll. Nee, nicht Marienkäfer. Diese komischen grünen Käfer. Die grünen Käfer? So. Ja. Bin ich jetzt schon wieder beim Falschen? Das kann gar nicht angehen. Oh, ey. Ha, da ist noch eine. Zack. Der dicke Knüppel ist ganz schön geil, ne? Muss ich ja mal. Oh! Du beißt mich, du dreckige Scheißwanze. Und da ist noch eine. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. 5 Milbenpelz. Wie viel brauchtest du, Michi? Ich brauchte noch 4. Okay, dann muss ich noch eine erlegen. Dann kann ich mir noch einen Satz Pfeile bauen. Oh, wir haben ja so ein Radar-Ding, sehe ich gerade. Da
das anzeigt, wenn du dich irgendwas Interessantem näherst. Ist euch das mal aufgefallen? Ja. Das über der Uhr. Genau. Das ist, wenn du dich in einer Dings näherst, einer Unterkunft, sprich einem anderen Zelt. Echt? Ja. Dann finde ich jetzt wahrscheinlich gleich eins. Boah, ich habe. Also hier sind ganz viele Milben. Ich habe eine Dose gefunden. Kennt ihr die schon? Ich glaube, ich habe die mal gesehen. Und da kann man rein, wie geil. Da ist Limonade trinken. Wie gut. Brauche ich gerade. Aber die sind nicht sehr nah. Hier an der Farbdose. Hier ist alles voll mit Milben. Alter, das wäre ja auch eine geile Base. Das wäre der Shit. Das ist einfach nur eine riesige Dose, die offen ist. Ey Leute, ich habe mal bei euch eine Frage. Wie zieht ihr in eure Leiste unten, euer Werkzeug? Ja, indem ich die Zahlentasten drücke. So, ich habe jetzt ein weiteres Zelt gefunden, aber das hat mir erstmal nichts gebracht. Schade. Da ist nichts drin? Nö. Okay. Ich kann ja auch nichts analysieren und nichts. Also ich habe halt nichts zum Analysieren da, was sinnig wäre. Also Kai, du kannst übrigens auch einfach husten. Oder ja, niesen. Nee, finde ich so uncool. Nee, weil dieses Rascheln am Mikro macht es irgendwie auch nicht besser. Ja, hast recht. Ne, boah, habt ihr den ganzen Saft hier weggetrunken? Nope. Nee, da war nur ein Schluck, den brauchte ich halt gerade. Ich war auf null. Ja, da ist noch ein bisschen was gewesen. Okay, so, ich brauche noch eine Milbe. Ach nee, du hast auch noch welche gefunden, keine? Ich komme jetzt gleich mit 16 Stück. Genau, dann hat Michi nämlich auch ein paar. Und ich habe auch noch mal 5 oder so. Ja. Oh, ich werde von irgendwas angegriffen. Von der Spinne! Echt jetzt? Ja, eine kleine. Okay. Eine kleine Minispinne. Was kriege ich da? Netzfaden. Ah, cool. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ich habe übrigens noch 26 Netzfaden bei mir. Das ist gut. Sollte man ein bisschen Quarzit finden. Genau, und ich bringe. Oh, ich bringe eine ganze Menge Pilze mit. Pilz. Das ist ja gut. So, 16 mal. Dann haben wir erstmal was zu essen. Ich mach mal einmal Pfeile noch für irgendwie noch immer. Ja, ich nehme gerne. Ich weiß nicht warum. Ich muss noch irgendwas droppen hier. Ah, das geht. Sehr schön. Man kann doch droppen aus dem Menü heraus. Man muss es nur einfach auf den Charakter ziehen. Okay. Ich habe hier nochmal 12 Pilze, falls jemand hungert. Die werden die auch schlecht? Stimmt. Und ich habe noch eine Blattlaus gefunden. Ah, jetzt wird es langsam echt schwierig mit, was schmeiße ich weg. Davon haben wir viel. Und dass Escape nicht geht, nervt mich. Geil, jetzt liegen diese Scheißblätter auf der Wanze drauf, oder was? Wollt ihr mich rummeln? So, ein bisschen Fleisch. Kann man eigentlich Gulasch machen oder sowas? Wäre total gut. Das wäre echt nicht schlecht. Milben-Gulasch. Ja, wie geil wäre das denn? Oh, wie weit bin ich denn vom Haus weggelaufen? Alter. Ich würde echt gerne mal wissen, was hier der absolute Endgegner ist. Vielleicht der Hund oder so. Ich glaube, der Endgegner ist groß werden. Der Rabe. Es ist wie im Leben, erwachsen werden. Ich bin immer noch nicht erwachsen geworden. Ey, jetzt spiele ich hier Fußball mit diesem Milbenkadaver, Alter. Voll gut. Ich sag mal noch ein bisschen sad. Sag mal sad. Schmeiß erstmal Stein weg. Ich brauch Saft. Saft. Oh, Escape funktioniere. So, ich bring zweimal Fleisch. Feini, da freue ich mich aber. Was lag da jetzt? Hat jemand da irgendwo noch Fliege gesehen? Ich brauch noch ein bisschen Fliegenpelz. Hier summt es gerade. Hier summt gerade eine. Guck mal. Okay. Das ist. Bitteschön. Ich habe mich mal mit meinem dicken Knüppel darum gekümmert. Oh, Müller. Wie mistig ist das denn jetzt hier, dass hier mein Winamp an ist und ich nicht sehe, wie lange wir aufnehmen? So ist besser. Danke. Nehmen wir danke. Überhaupt auf? Ja, wir nehmen auf. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir das nicht tun. Es ist tatsächlich noch sehr konsolensteuerlastig, habe ich das Gefühl. Ja.
So, ich kann mir jetzt endlich einen Bogen bauen. Das ist doch schon mal schön. Ja, ich kann noch ein paar Dings machen. Ein paar Pfeile. Hier in dem mittleren Korb liegt ein Stapel 20 Pfeile schon mal drin. Ja, ich habe jetzt 30 auf der Hand. Das sollte erstmal reichen. Rohes Rüsselkäferfleisch. Ich glaube, das kann ich nochmal analysieren, oder? Oder hatten wir das würde schon? Ich fast behaupten, das nicht, weil den Rüsselkäferkopf haben wir schon analysiert. Achso, okay. Gut, aber ich gehe den mal braten, wa? Ja, machen wir. Ja, jetzt haben wir hier drei Dinger drauf. Das ist ja erstmal langsam was komfortabel. Wenn ihr mit dem Pfeil und Bogen zielt, wie sieht das bei euch aus? Gut. Also bei mir eigentlich ziemlich cool. Also ich kann da echt gut zielen. Entschuldigung, soll ich euch mal meinen Bildschirm zeigen? Dann ist deine Facecam raus, ist vielleicht doof. Ja, ich kann das ja gleich wieder so hinsetzen. Ne, dann mach das doch einmal. Wir gucken uns das mal an. Achso, du machst das mit der Kamera her, das geht natürlich auch. Das ist, ja. Könnt ihr sehen? Nein, du bist winzig. Doch, kann ich. Ja, okay. Geil. Ja, aber wenn du mal. Visier mal an. Oder nee, das ist anvisiert, das ist angespannt. Das ist angespannt. Doch, guck mal, in seinem Bogen hängt der Pfeil noch drin. Der hat nicht den Pfeil. Ist schlecht. Sonst wechsel mal einfach die Waffe. Ich glaube, dann geht das wieder weg, Michi. Nee, das ist bei mir jetzt gerade genauso scheiße. Echt? Bei mir ist alles tippitoppi. Bei mir läuft es einfach frei. Das ist weird. Ja, ein bisschen. Echt komisch. Ich hab das erstmal nicht. Ich bin glücklich. Ich bin nicht wild, ja, ne? Ja, ein bisschen. Ja, nee, du müsstest mal ein bisschen weiter nach rechts rücken. Also die Kamera links geht auch. Noch ein Stückchen. 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 Ganzes Stück. Gib mal Gas da. Ja, so ist gut. So. Jetzt sind wir alle schön groß im Bild. So, was machen wir denn jetzt? Wollen wir uns jetzt mal an der Spinne versuchen oder was? An der großen. Ich hab Ton gefunden. Ich hab 20 Pfeile. Den Ton kannst du mit der Schaufel abbauen. Die haben wir aber nicht, weil wir haben keine Eichengedöns. Das ist doof. Die ist bei dem großen Baum, wo die Explosion war. Da sollten wir mal hin. Haben wir eigentlich... Das sind auch viele Spinnen, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist... Wollen wir uns mal eine Rüstungskiste oder so bauen? Dass wir da so Sachen, die wir Ü haben, reinschmeißen können? Stachelbaum, geil. Wo war ja nochmal Spinnen, ne? Oh, ein Saftfänger. Das ist ja... Ne, können wir noch nicht. Gut, ich baue hier erstmal ein Behältnis für unsere... So, also meine Rüstung ist jetzt komplett. Das ist doch schon mal gut. Du hast eine komplette Ameisenrüstung? Ja. Yeah. Wer noch? Ragnar auch? Ich habe... Nee, nicht komplett. Doch. Weil hier ist zum Beispiel gerade eine Kriegerameise. Gibt ja nur drei. Lässt mich in Ruhe, tatsächlich. Man hat nur drei, oder? Ja, genau. Ja, dann habe ich eine komplette Ameisenrüstung. Ja, die Kriegerameisen lassen uns jetzt echt in Ruhe. Das ist cool, dann können wir ja mal in diesen Ameisenbau rein, oder? Ich bin schon da. Achso, ja, warte mal kurz, ich komme gleich. Ich wollte einfach nur ausprobieren. Ich will nur ein paar Sachen wegschmeißen. Hier, Klee brauchen wir da auch noch. Weil mein Inventar ist so zugeschissen. Was hast du nicht mehr? Kein Quarzit. Ja, den brauchen wir. Vielleicht finden wir in diesem blöden Bau welche. Das wäre schön. Wow. Wow. Was denn? Da kam gerade mal so eine ganze Horde Ameisen raus. Ich habe da ja so ein bisschen... Bammel? Flashback? Ja, so nennen wir es Flashback. Es passt. So, mach ich das hier nämlich noch fertig. Dann machen wir noch ein paar geflochtene Dinger hier. So. Ich muss meinen auch gleich echt mal aufräumen. Das ging auch so offen. Ja. Also ich bin echt so überfüllt. Drei Pilze kann man ja mitnehmen. Du bist echt in jedem Spiel so ficke überfüllt. Ja gut, aber hier ist auch einfach ficke wenig Inventar. Muss man ja auch mal sehen. So, die Stacheln muss ich jetzt auch nicht mitnehmen. Die mache ich mal hier rein. Ich kann einen Basketballkorb bauen. Was ist das denn für Quatsch? Ja, Deko halt. Oh, ein Spinnrad. Okay. Da bin ich mal gespannt, was das nachher bringt. Ich pack die Pelze mal zu den Rüstungen dazu.
Also alles, was ich an Pelzen habe. Ich versuche immer ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Das wäre total geil, oder? So. Ich glaube, wir sollten uns noch einen zweiten und einen dritten Wasserfänger bauen. Ja, das tatsächlich auch. Aber ein bisschen Progress wäre jetzt auch geil, glaube ich. Ja. Progress, Junge. Und wir sollten das Essen hier essen. Da habe ich schon was gegessen. Gebraten verdippt das nicht so schnell, oder? Ich hoffe nicht. So. Okay. Also ich wäre... Bitte? Ich stehe am Ameisenbau. Ja, brauchst du noch was zu essen? Soll ich dir was mitbringen? Ich bitte drum. Gut, dann packe ich das gleich wieder ein. Okay. Dann gucke ich mal, wo du bist, da hinten. Dann komme ich da rein. Hast du schon mal so ein Pusteblumenschämchen ausprobiert? Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Ich habe mal einen im Inventar jetzt, oder? Aber wenn wir in den Bau rein wollen, habt ihr alle eine Fackel? Ja. Ja. Gut, nämlich der einzige Idiot, der keine hat. Aber meine ist nicht mehr ganz voll, sehe ich gerade. Ich brauche kein Sepp mehr. Ja, Sepp liegt hier, glaube ich, noch irgendwo. Könnt ihr zu mir kommen, ich habe noch 16 Stück. 16 Fackeln? Nein, Sepp. Okay, wir brauchen aber den ganzen Rest auch. Geflochtene Faser, trockene Grasbrocken und Sprössling. Kriegen wir alles relativ fix hin. Den Custom Markt mal fertig gebaut. Super. Was hast du? So, ist jetzt auch fertig. So, hat noch jemand was zu trinken für mich? Irgendwas? Nee, trinken ist schlecht. Trinken ist aus. Ich glaube, ich habe in keinem Spiel so schnell und andauernd so viel Durst gehabt. Doch wie? In keinem Spiel. Sprösslinge irgendwo auf dem Boden? Ja, Sprösslinge bringe ich mit. Ich habe jetzt ein, zwei. Aber hier ist noch, ich habe hier noch ganz viel Sepp. Sepp ist gut. Überlege, dass das am Anfang dermaßen rar war. Ja, und jetzt geht's mittlerweile, ne? Ah, du hast warte mal, bis wir beim Baum sind. Die Markierungen sind übrigens voll geil. Finde ich total cool. Ja. Ne? Also die sind halt wirklich vielsagend. Also du weißt gleich, was... wo es dahin geht. So, bist du jetzt ohne mich da reingelaufen? Nee, ich bin noch kurz Sprösslinge sammeln. Achso. Weil ich brauche ja noch trockenes Gras, ne? Ich würde sogar hier ist ja, glaube ich, mehr als genug. Und ja, und sad. Kannst du haben, warte. Zick. Ich lasse dir einfach mal einen Stapel fallen. Lass mir mal einen Stapel fallen. 8 Stück. Bitte sehr. Gönnst du mir auch? Gönnst du mir auch? Hier, ja, einfach weg, Michi. So. Dann haben wir schon mal eine Fackel. Dann kann man auch was sehen. Ich find's immer noch scheiße, dass der Knüppel ein Zweihänder ist. Ja. Warum kann ich? Oder bin ich echt froh über meinen Dolch? Ja. Gut. Michi, du musst die ausgerüstet lassen, ne? Komplett. Und dann kann ich sie reparieren? Was? Was musst du reparieren? Na, die Fackel, die kann man doch... Nee, einfach eine neue bauen, die wird automatisch mit ausgerüstet. Ich wollte gerade sagen, bau dir auch eine neue. Ne, und die alte kannst wegschmeißen. Warte mal, Kai, wir wollen nicht zu zweit rein. Ja. Den ich glaube, hier ist Quarzit. Geil. Einmal trockenes Gras. Ja. Oh ja. Scheiße. Hammer ausgerüstet. Das ging mit dem Hammer, ne? Ja. In den Tor. Hammer. Ich habe jetzt nur ein Quarzit bekommen. Nee, jetzt liegt noch mehr auf dem Boden. Ja, fliegt dann rum, ne? Michi, bist du bereit? Eins müsste ich mal kurz verschwenden, das... Wofür denn? Um meinen Dolch zu reparieren. Das Achso, ja, nee, das ist nicht verschwenden. Michi? Achso, ja, das geht auch nicht, okay. Dann gucken wir doch mal, ich finde das total geil. Oh, hier ist glaube ich noch mehr Quarzit. Ja, aber ey, hau bloß nicht die Ameisen. Nee. Ich warte, bis da mal ein bisschen Platz ist. Wir bleiben mal zusammen am besten, ne? Hier ist eine Weggabelung, ja. Michi kommt. Oh, hier ist eine Larve. Wollen wir die mitnehmen? Ja, mach. Das fanden die nicht gut, glaube ich. Nee, das fanden die nicht gut. Na toll. Müller hat's. Bei mir aber jetzt gerade nicht rot. Ja. Oh nee. Nee, war nur die eine. Ich glaube nur die eine. Oh nee. Eine Menge Rot. Okay. Schon clever, Alter. Also,
Schlafen die? Es sind nur ein paar, die das gesehen haben. Okay, nee. Ich glaube, es ist nichts mehr rot. Oh, nee, doch. Oh, fuck. Hier ist Raw Science. Ja, Alter. 500 ist eine Menge. Ich gehe einmal raus und mach mal die eine Ameise platt. Ja, mach mal. Möglichst nicht in Gegenwart der anderen. Ich würde gerne das Quarzit hier abbauen, aber da backt gerade so eine Ameise drin. Ey. Ja, ich muss mal gerade weg und hoffen, dass mir die rote hinterhergekommen ist. Oder mir einfach nichts mehr will. Alter, wie viel Wissenschaft liegt denn hier rum? Okay, anscheinend hat die... Alter, Leute! Was geht? Was denn? Was geht? Weißt du, muss ich hier einmal vor diesen blöden Ameisen wegrennen? Aber scheint wieder cool zu sein. Gut, also Eier nehmen wir erstmal nicht mehr mit, wa? Nein. Aber wir haben eins, ist doch auch schön, ne? Was zum Analysieren. Analysator. Kann man sich eigentlich so ein Eichenschild bauen? Oder so ein Eichenschild? Da bist du ja. Ja, ich bin wieder da. Schön. Alter, ist ein bisschen... Ja, beängstigend. Quarzit? Ja, hier ist noch ganz viel mehr. Das nehmen wir alles mit. Dafür haben wir Platz geschaffen. Ich bin gerade mal kurz runtergefallen. Vorsicht, auf den Boden achten, da sind Löcher. Okay. Ich hab noch einen Skep gefunden. Ein was? Ein Skep, so eine Armbanduhr von irgendjemandem. Ah, okay. Oh ja, sehr cool. Hier liegen zerbrochene Eier. Und nochmal Quarzit. Alter, der Hammer ist mal ganz schön lahmarschig, oder? Aber war haut ordentlich durch. Und es gibt viel Quarzit. Alter. Das mit der Ameisenrüstung ist echt cool. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem auch das Setting gerade finde ich total geil. Hier unten. Einfach in so einem Ameisenbau rumrennen. Ein bisschen an Ants und das große Krabbeln. Ja. Also tatsächlich mehr Ants als das große Krabbeln. Wie kommt das nur? Oh, hier ist noch viel tiefer. Ohne Scheiß. Ja, glaube ich. Soll ich mal nach ganz unten gehen? Ah, ich habe Angst, dass da irgendwie Spinnen sind. Ich komme gleich mit sonst. Wir dürfen keine Spinnen sein. Ja, eben. Also Ameisen und Spinnen. Oh, hier ist Wasser. Ja. Hi. Moin. Kann man wunderbar durchtauchen. Ja, müssen wir, glaube ich, auch. Irgendwas habe ich da auch gelesen. Oh. Mit Wasser war gut. Oh, Leute, ich habe hier ein... Hier ist Quarzit. Hast du die Disc gefunden? Nein, ich habe hier ein menschliches Skelett gefunden. Okay. Klein. Ich komme. Wir kommen. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Hier ist links. Ah, da. Oh, meine Chip. Wieso ist meine Fackel jetzt? Ja, da ist er. Wer ist wo? Den Burgle-Chip hat er gefunden. Sehr geil. Und was bringt der Burgle-Chip? Nur mal das so. Das ist der, den wir brauchen für die 1000 pure Wissenschaft. Okay. Für die Grass Foundations. Ah, cool. Das ist der Chip. Ja, geil, dann können wir endlich Boden bauen. Ja. Und haben ein bisschen Erdung bei uns. Aber jetzt müssen wir zur Eiche. Michi, gut gemacht. Gut gemacht. So. Gut gemacht, Schwein. Gut gemacht. Ja. Spider-Schwein, Spider-Schwein. Quarzit. Hier ist noch mehr Quarzit. Nehmen wir alles mit. Jo. Ja, wir müssen echt mal gucken, für was wir es denn benutzen, ne? Über was ich mich noch mehr freuen würde, wäre Wasser. Da hinten ist Wasser, wir können doch das Dreckige trinken sonst. Ja, dann bräuchte ich aber Nahrung. Ja, ich habe 13 Pilze dabei. Oh yes. Pilze habe ich auch noch dabei. Und, oh, meine Scheiße. Ich muss auch trinken, sehe ich gerade. Meine Gesundheit sind so extrem. Echt? Ja. Aber wahrscheinlich, weil ich so schick lustig bin die ganze Zeit. Ja, das kann aber sein. Aber du stirbst davon nicht. Aber trotzdem ist das scheiße. Okay, viel Wasser füllt das nicht auf, oder? Nee. Macht dafür die komplette Nahrung weg. Ja, warte, ich geb dir gleich. Ach ja, du wolltest ja eh noch. Hier, warte mal. Hab ich dir ja zugesagt? Zack. Ich hab dir da was gedroppt. Ja. Guck mal. Wo liegen sie? Nee, hier. Genau, da wirst du brav. Käfer essen. Geil. Ist besser, ne? Yes. Ich bin voll mit Getränk und ich hab Nahrung. Dankeschön. Ja, ich bin nicht ganz voll mit Getränk, aber das könnte ich jetzt eigentlich auch mal machen. Ich hab noch Pilze dabei. Mach das am besten, bevor du die komplette Nahrung benutzt. Ja, nö, jetzt ist schon okay jetzt. Oh, da fällt. Oh, das droppt da noch viel weiter, ey. So, wollen wir dann mal gleich mal zur Eiche.
Ja, ich würde erstmal sagen, gehen wir nach oben und nutzen die Wissenschaft. Use the science. Ja, und nicht vergessen, wir haben nur noch 10 Minuten, ne? Ui. Da können wir gleich noch eine zweite Folge aufnehmen. Ja, oh, hier cool. Schlafen sie alle. Ist geil, oder? Das geht so steil, ey. Ja, das ist cool gemacht. Und jetzt komme ich hier hinten ans Quarzit dran. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Material. Ich weiß gar nicht. 44 Quarzit habe ich jetzt. 45. Nee, 44. Und ein Kiesel. Alter, ich komme jetzt aber nicht wieder raus. Scheiße. Also entweder... Weil hier zu viele Ameisen sind. Sie haben mich in die Ecke gedrängt. Ich kann mich gerade echt... Ich kann mich echt nicht mehr bewegen. Ah, jetzt. Irgendwer hat die Tür offen gelassen. Läuft. Unerhört. Michi, du warst Letzte. Tut mir leid. Ich behaupte das so, einfach. So, ich habe schon mal Quarzit abgeladen. Ja. Draußen. Ich bin gespannt, was das Ei gleich bringt zum Erforschen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da geht's lang. Was ich auch geil finde, dass du in der Ferne zum Beispiel den Laser und sowas alles verschwommen siehst. Ne? Ich finde das so ab. Auch die Lichter vom Haus und so. Ja, ist schon ziemlich cool. Ne, auch im Dunkeln sieht es halt echt schön aus, das Spiel. Ja, ja. So. Wenn man dann so verdursten würde. Ich hoffe mal, das hat sich befriedigt mit dem. Ja, so schnell wird es wohl nicht gehen. So, gucken wir doch mal. Analysator. Und. Explosive Stolperfalle. Okay. Kann man nehmen, ne? Okay, so. Was brauchen wir dafür? Das ist der Kram. Explosive Stolperpfeile. Brauchen wir Spinnenseide für und Ameisenbrocken. Hatten wir doch alles schon. Ich hatte doch 10 Spinnennetze oder 15 Spinnennetze hier reingelegt. Nee, 17 Stück haben wir noch hier. So, ach, hier kommt nochmal Wasser. Wollen wir mit dem zweiten Mal Wasser vielleicht warten, bis wir hier Fundamente reingezogen haben oder so? Dann können wir hier alles ein bisschen... Können wir hier alles ein bisschen sauberer gestalten. Oder wir bauen die Fundamente da, wo du deine Dose gefunden hast. Das können wir auch machen. Also da kommt halt so schnell dann auch gar nichts rein, ne? So, das ist der zweite. Obwohl, nee, hier ist jetzt so ein schönes Zuhause. Wir könnten noch einen dritten bauen, tatsächlich. Echt? Ja, also Spinnfadeln. Oh ja, hier ist sogar Tau. Geil. Hat sich Tau abgesetzt. Ja? Echt? Oh, Tatsache. Gut. Ja, ich brauch's nicht. Nehmt, wer braucht. Ich brauch grad auch nicht. Und ich brauch schon wieder eine Fackel, ey. Kotz im Strahl. Ja. Ich mach meine erstmal aus. Ist ja völliger Quatsch. Ja, hier ist ja hell, ne? Ja. Ja, coolio. Das gefällt mir. Das war eine sehr, 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 sehr gute Folge. Ja, anfangs ein bisschen zäh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber noch okay, einer Sprössling? Jeder, der das bis zu diesem Zeitpunkt hier ausgehalten hat, der ist, denke ich mal, belohnt worden. Mit Progress. Ja. Hier liegt noch ein Sprössling. Und ja, hier ist keiner mehr drin. So, was willst du denn machen? Licht, ich mag das, wenn es hier drin knallehell ist. Ja, das mag ich tatsächlich auch sehr gerne. Meine Singleplayer-Base habe ich aber auch alles von Fackeln gelassen. Ja. Also hier hinten bräuchten wir auf jeden Fall. Guck mal, hier hinten. Ich finde, das Licht sieht auch extrem geil aus. Ja. Diese kleinen. Sehr angenehm, ja. Ja, ist nicht so blendend, ne? Ja. Mag ich tatsächlich auch. So, Wandleuchte, hier kommt auch noch eine hin. Haben wir noch trockenes Gras und Sprössling? Also, ich würde gerne mal wissen. Ist noch einmal trockenes Gras für dich? Ja, guck mal, ich habe da eine Lampe gebaut, bau die einfach. Ja. Ich guck dann nach einem Sprössling. Hinter der Werkbank. Sprösslinge habe ich. Ja, hab ich schon. Ist ganz fertig? Witzig, die sind alle nebeneinander. Ha. Nee, ich muss auch selber Sprösslinge. Achso, trockenes Gras brauchen wir, ne? Safety first. Dann holen wir nochmal trockenes Gras und dann versuchen wir nochmal eine Spinne zu legen in den letzten 5 Minuten. Was haltet ihr davon? Aber erst vorher einmal schlafen. Ja. Bevor das hier so aggressive Überviecher werden. So, ist das hier jetzt alles trocken oder ist das noch feuchtes Gras? Jemand versucht zu schlafen. Der Michi, der liegt gleich raus. Immer der Erste. Okay, einmal trockenes Gras fehlt noch. Ja, ich bring einen Schlag mit. Sehr schön. So. Ich brauche nochmal eine Fackel. Hat mal einer geguckt, wie das ist mit dem Gras? Wächst das nach, wenn man den Stamm da unten nicht wegmacht? Weiß ich nicht.
unserer Basis ist nichts nachgewachsen. Auch die Stämme, die noch stehen. Ja, da haben wir aber ja unten die Dings weggemacht. Da gibt's noch welche, die stehen, aber da ist... Echt? Nö, nichts nachgewachsen. So. 12 Stück hätte ich dann erstmal. Können wir noch eine ganze Menge bauen. Und dann krallen wir uns so eine scheiß Spinne, ey. Ich will die legen. Ich hab da richtig Bock drauf. Okay. Ist aber auch offen, optimistisch, ne? Ich bin offen optimistisch, ja. Michi, wie viele Pfeile hast du? 20. Ist nicht die Welt. Hier rechts ist noch. Warte, ich leg dir hier noch 20 rein. Jetzt ist schön, ist hell. Die... Warte, nein. Hier, die nehmen den Zelt. Ich hab 31. Muss reichen, ne? Phänomenal, ich danke dir. Kann das sind immer 20 Stacks, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja. Ja. Ich... Oh, werde jetzt den Fass hier weggenommen? Was? Ich hab den Fass gerade rausgenommen. Ich wollte mir nochmal 10 Pfeile machen. Dann haben wir alle 40, wenigstens. Ich drop den mal hier rein. Jo. Wo ich gerade war. Ne, 10 brauche ich nicht, aber ich nehme sie erstmal. Oh, das Escape nicht funktioniert, ist so asig, ey. Echt? Also bei mir klappt es hervorragend. Nee, ich kann kein Escape drücken. Also zumindest bewegt sich dann nichts. Ja, mein Bogen scheiße aus. Ja, meine auch. Das wird ja super gleich beim Kämpfen. Dann könnt ihr euch gleich angucken, wie schön das bei mir ist. Jetzt ging Escape plötzlich wieder. Also, es ist verwirrend. So, die Fass sind wieder drin und... Ja. Das ist mein Inventar. Ich hasse es, wenn das Inventar so fick unordentlich ist, ne? Ja, aber es hier zu ordnen ist auch Kunst, ey. Das Quarzit habe ich jetzt oben neben der Bergbank reingehauen. Jetzt geht Escape. Was, ey? Ich krieg eine Macke, ey. So, Lebensmittelkram hatten wir hier so, ne? Haben wir Lebensmittel? Ja, hier ist aber auch so viel Grünzeug drin, was da gar nicht drin sein soll. Also die Säuredrüse, ne? Ja. Die sieht schon ein bisschen aus wie gewisse Formen von männlichen Testikeln. Okay. Ja, stimmt. Hab ich auch schon gesehen. Ja. Das ich wollte es nicht sagen. Ja, ein ganz kleines bisschen. Okay, mit wunderschönen Gedanken an Hoden gehen wir jetzt schlafen. Oh, okay. Oh, hier liegt. Sleep, Baby. So, und jetzt ab zur Spinne, oder was? Jo, ich muss mal einen Bogen ausrüsten. Die 5 Minuten nicht schon längst vorbei? Nee, wir haben noch 3. In der Zeit legen wir die einfach. Ja, alles klar. Der Bogen ist ausgerüstet, kann losgehen. Jo. Ich bin gespannt. Ich scheiß mir schon ein. Wir gehen am besten einfach alle aufs Kabel direkt. Ich hab nicht mal was gegessen, wie wir getrunken wurde. Jo, ich auch nicht. Ja, wir auch nicht. So, ich glaube, die Richtung kennen wir noch, ne? Aber hier ist ein Trinkpäckchen, das ist schon mal gut. Ich wollte gerade sagen. Dann ist wieder was zu trinken. Aber hier ist noch nichts wieder rausgetropft, scheiße. Echt nicht? Nee. Kack, naja, egal. Oh, ich hör's Sumsen. Sumsen, hier, komm her, du. Ha, erwischt. Scheiß Wanze. Wo ist dir hingefallen? Hab ich. Ich hab's aufgesammelt. Sehr schön. Noch ans Dings. Fein, fein. Hier ist ein Schneckenhaus. So, wir mussten zu dem Laser hin, ne? Ja. Aber es war doch hier ganz in der Nähe eine. Wir waren doch hier vorne gleich irgendwo. Achso, wir sind bei dem Laser. Nee, ich meine, wir waren beim Laser. Nee, hier, ich hab's. Ja, ich bin genau da. Ich stehe vor den Spinnen. Boah. Ist ja mal gar nicht glitschig, das Kabel, oder? Okay. Nee. Hä? Okay. Ich bin ziemlich weit oben. Ja. Wo ist denn unser? Ah! Da sind unsere Kumpels. Alle hintereinander. Ja. So, versuchen wir es. Ich lock mal an. Haut die echt ab? Blöde Schlampe. Die andere? Ach. Die haut echt ab. Blöde Kugel. Wenn du irgendwie noch höher kommst, auf dem Kabel, dann kommen wir näher ran. Ich kann höher, ja. Und ist das... dann sehen wir jetzt noch eine andere. Ja. Alter, oh, ich habe eine Helfleiste plötzlich. Haben wir die beim letzten Mal auch? Ja, hatten wir. Eine was? Eine Lebensleiste von den Viechern, aber ja. Achso, ja, wir. Ja.
Aber jetzt rennen die da hinten rum. Ich glaube, einer muss unten tatsächlich die Arschkarte ziehen. Ja, ich mach gleich. Weil ich hier schon runter. Genau, Michi kann die am schlechtesten. Am schlechtesten. Ja. Ich kann überhaupt nicht am schlechtesten zielen. Das ist irgendein Quatsch. Wir sind jetzt genau hinter seinem Busch. Komm da gerade nicht ran. Sag mal, Kai, wie orientierst du dich bei deinem missgebildeten Bogen? Also ich kann mich jetzt eigentlich an dem Punkt orientieren. Ja, an dem Punkt halt, ne? Missgebildet ist. Aber das irritiert so unfassbar. Ja. Es ist ja fast ein bisschen lame, was wir hier machen, ne? Was anderes geht aber gar nicht. Ja, das stimmt ehrlich. Oh, Alarm, ich bin hungrig. Ich glaube, ich habe gleich ganz viel Spinnenfleisch zu essen. Schön wär's. Kann man Spinnenfleisch essen? Warum nicht? Sehen wir gleich. Man braucht auch fast gar nicht viele Pfeile, wa? Lauf nur nicht zu nah ran, dass du wieder... Yes. Erwischt. Okay. Ich trau mich mal ran. So. Und heute die mal. Ja. Mit dem Knüppel aber in der Hand. Und ich zieh mal gleich ein paar Pfeile. Sammeln. Ja. Okay, die andere kommt. Spinnengift haben wir bekommen. Okay. Ihr steht bereit mit Pfeil und Bogen? Ja. Sammelt ihr die Pfeile auf? Da vorne? Ja, ich versuch's. Aber ich möchte auch gerne ungern sterben. Wow, 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 wow. Da ist noch eine. Oh, zieh die Aggro, zieh die Aggro, zieh die Aggro. Okay, ich renne hier ein bisschen im Kreis und ihr... Scheiße, ich bin tot. Ich brauche einmal Revive. Ja, abwarten Sie, die rennen gerade weg. Okay. Okay, lass mal, wir holen uns... Links ist noch eine, ne? Was, noch eine dritte? Ja, die hab ich noch angegriffen. Die hab ich noch angegriffen. Ach so. Die geht auch gleich wieder auf mich, die blöde Fotze, ey. Dumme Sau, darf die gar nicht. Wow, 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 das war knapp. Okay, ich bin der Arsch. Kannst du die kiten? Oh, ich hab keine Pfeile mehr. Mehr das gibt's nicht. Okay, einer müsste mich reviven. Ja. Greift sie sonst erstmal nicht an. Also ein bisschen, ein bisschen kann ich sie kiten, ja. Augen. Ja, ich seh's. Aber okay. Ich stehe wieder. Zwei. Oh fuck, 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 fuck. Drei. Was? Drei? Okay, ich glaube. Drei Stück. Komm mal hier hoch. Wir sollten vielleicht abhauen, weil ich sehe sie. Hier sind alle unsere Pfeile. Ja. Die holen uns auch gleich wieder. Ich noch einer Pfeile. Kann, hier, ich ihr könnt hier schießen. Komm mal hier hin, wo ich bin. Oh, hier scheiße. Ist noch eine, die guckt mich die ganze Zeit an. Ja, ich weiß, ich bin gerade runtergefallen. Okay. Kai, du solltest runtergehen und die Pfeile holen. Ich habe noch 25 Stück, das passt. Wo ist sie? Ist gerade nicht sichtbar. Michi, kannst du noch ein bisschen hochgehen, ein bisschen Übersicht gewinnen? Das kann ich. Oh, ich bin okay, gefallen. Sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ich. Okay. Schon ein bisschen Angst, ne? Ja, zu Recht. Ich sehe sie jetzt aber auch nicht mehr. Doch, sie da kommt wieder eine, von rechts kommt eine, von rechts kommt eine. Ich verscheuche die mit dem Bogen. Sammelt ihr eure Pfeile. Ja, geh runter, hol sie. Also wenn ich die einmal von hier oben beschieße, haut die wieder ab. Ne, also rechts halte ich frei. Hier gerade nicht. Gut, die haut wieder ab. Hä? Ist die hier vorne Buggy? Was? Ich weiß nicht mehr. Wo denn? Ich sehe die nicht. Ach da. Spider up ahead. Die will wahrscheinlich zu mir. Witzig. Ich kann einfach dran vorbeirennen und es passiert nichts. Okay, wenn du sie schlägst. Ach, das will ich. Ich probier's mal. Okay, dann mache ich sie tot. Warte. Oh, jetzt läuft sie wieder. Ich habe nur noch Speere jetzt, so. Ja, ich schieß weiter auf sie. Noch 8 Pfeile. Wenn ihr hochkommt zu mir, können wir sie killen. Noch 4 Pfeile. Ich will nur nicht, dass sie wegrennt und wieder Health kriegt. Das wäre halt auch scheiße, ne? So, meine Pfeile sind aus. Kai? Ja, ich komm hoch. Gut, ich kite sie dann wieder. Michi, du bist mein Reviver. Ja, weg. Dumme Sau. Da kommt noch eine andere. Ich bin noch hier. Ich kite und sammel fleißig Pfeile. Wo hab ich denn? 16 hab ich noch.
Ja, komm, lauf jetzt auch hier hin. Okay. Geht hoch, haltet sie mir einfach vom Hals. Ich sammle so viel. Kein Steck fest. Ja, alles gut, die Spinnen auch. Ha, sie kommt nicht weg. Ich verprüge sie gerade mit dem Stock. Haha! Eine ist genommen. Das war jetzt vielleicht etwas zu viel, das Guten. Michi, beleben. Oh. Das war ganz schön dumm. Ja, toll. Vor allem hängen wir jetzt natürlich mittendrin, ne? Michi, geh einfach weg. Oder sind wir alle tot? Nee. Wir sind alle tot. Ach, wir sind alle tot? Alle tot. Oh, scheiße. Ja, dann. Ja, das war Quatsch, dann nochmal mit einem raufzuhauen. Egal. Respawn. Witzig. Oh, echt jetzt. Hast gezittert. Oh, Ameisen. Wo ist mein Rucksack? Ey, guck mal, die Dive-Screen. Da steht Respawn, Team tauschen, verlassen und Fett beenden. Fett beenden? Sehr gut. Ja, ich gucke jetzt. Super Crit ist Fett beenden. Super Crit ist, ja. Wir beenden jetzt Fett in Folge, ohne Scheiß. Ja, aber ich höre erst noch Fett meinen Rucksack. Kannst du aber glauben, oh, wir können sneaken, ne? Denk dir daran. Wie? Na, du brauchst einfach nur kriechen. Und dann schlafen die einfach weiter. Ja. So, ich hab alles wieder. Ich guck, dass ich noch ein paar Pfeile kriege. Oh, die eine ist halt wach. Da müssen wir vorsichtig sein. Ah, die machen auch neue Netze. Das ist ja geil. Weil die kann man ja cool abbauen. Oh, da ist noch ein Pfeil. Habt ihr alle eure Sachen? Ja. Nein. Wo ist denn der unser? Ach, da ist er. Der Michi. Hi. Boah, der Helm hat aber richtig Schaden genommen. Die Frau ist gerade gollummäßig neben mir aufgetaucht. Ah. Ich glaube, sie hat geschlafen. Ein bisschen. So, ich habe 24 Pfeile retten können. Da kommt was. Ob ich den Ofen angemacht habe? Nein. Dann brennt das irgendwo. Das sind Sachen, Michi, die ich was machst du da? Oh, ich habe eine. Ich musste meine ganzen Sachen einzeln nehmen. Ohne. Also ich konnte die nicht alle auf einmal nehmen. Das hat mich ein bisschen geärgert. Okay, ich. Bringt uns die Feder was? Ich wollte gerade sagen, wir müssen markieren die mal. Ich kann mal nee, nicht, das nee. Ist Stufe 2. Ja, aber ich setze hier mal einen Marker. Wo auch immer der ist. So, das heißt, irgendeiner muss jetzt leider noch das Spinnengift analysieren. Ja, und dann ist Feierabend für die Folge. Genau. Wir brauchen zwei Sprösslinge. Du hattest die, das Spinnengift, oder? Ja, ich hab das Spinnengift. Ja, ich hab alles gut, Kai. Dann nicht. Ich glaub mal wieder nach. Ich hoffe mal, dass ich hier irgendwo noch was zu essen kann. Und eine Milbe oder sowas, eine Wanze, damit ich uns noch was kredenzen kann. Ich würde ganz gerne mal der Minzdrops hier einmal probieren. Ich würde gerne mal. Hier riecht's wirklich ein bisschen nach Qualm. Ich bring das mal zu einem schnellen Ende. Brennt das aus? Nö, ich weiß nicht. Irgendwas brennt wahrscheinlich. Das wäre doch mal ein Finale. Das, aber ja. Richtig heißes Finale. So kannst du fett die Folge beenden. Aber nicht mehr. Ja. So, ich. Ja, ich will mir die Tür verschnauzen zu. Das ist so ein Ding von dir, ne? Ja, kann ich auch gut, ja. Ich mach's echt nicht mit Absicht. So. Hinfang durch. Ach, das ist doch der, den du hattest, oder nicht? Nee. Nee, ist ich habe den. Oh, Giftpfeil. Oh, cool. Und. Das ist Spinnenhaube und Spinnenknieschoner können wir jetzt machen. Er aber verursacht folgerichtig Schaden. Folgerichtig. Das noch Spinnen. Ja, damit haben wir auf jeden Fall heute mal ein bisschen was geschafft. Wie geil ist das denn? Ja. Im Gegensatz zum letzten Mal, wo gar nichts gegangen ist, haben wir dieses Mal einfach doppelt so viel geschafft. Und ich habe Spaß gehabt gerade. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Nee, ich habe richtig das Gefühl gehabt, es ging ein bisschen voran. Und ja, freue mich, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst vor allem mal einen Kommentar da. Meine Fresse, Leute, ist doch nicht so schwer. Ein bisschen schreiben hier, ja, geil.
Außerdem fährt in der nächsten Folge, ob Ragnars Bude gebrannt hat oder nicht. Das außerdem. Wenn das nicht der absolute Cliffhanger ist, dann weiß ich auch nicht. Ne? Ich danke euch fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar und seine beiden Bertholdsons da drüben. Reingehauen. Bye bye. Ciao.